Levi, Anima, Bodo und Wolf hauen wieder auf die Kacke. Herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. So, Garten der Kathedrale. Hier, ich bin einfach nur Crab. Und jetzt geht's ab. Wir müssen nämlich den Skelettkönig mal widerlegen. Das ist zwar jetzt noch ein Weilchen hin, aber... ich mache hier schon mal auf, ne? Das gibt nämlich dann einen Erfolg, den Skelettkönig auf Albtraum töten. Also rush mal durch. Wie viel Gold hast du? 8000. 8000? Okay. Ja, ich komme mit meinen 112.000 dazu zurück. Wo bitte? Okay, der hat 8000 Leben, normaler Gegner. Das ist jetzt schon ein Unterschied. Gut, dass wir uns wieder trennen. Makelloser Rubin. Oh. Vor allem, du bist halt auch noch in der Sackgasse. Egal, ich komm rüber. Ich komm dir zur Hilfe. Ja, ich muss hier alles abklappern. Ich muss was finden. Wenn ich nichts finde, dann... ja, schon klar. Ja. Hier sind normal überall Bücher, ne? Und die sind gar nicht mehr da. Jetzt. Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon praktisch. Ja, gut, ein bisschen Gold lag noch da. Da hinten noch irgendwas. Oh, da lässt der Fässer über. Was soll denn das? Ach, was soll denn das? So, nachdem sie jetzt hier gerade an der Tür klingelt, muss ich mal ganz kurz weg, ja? Ich bin gleich wieder da. Rock die Bude, Bude. Okay, ich bin wieder da. Das hat sich gerade erledigt. Ging schnell. Das ging schnell. Mit meinen außerordentlichen Fähigkeiten habe ich Levi gerade an die Tür geschickt. Der macht einfach eine kurze Welle und dann hat sich das erledigt. Verdammt, machen die Schaden. Das hier ist ein Elite-Gegner? Nee. Warum ist Anima dann so groß? Er wird auch groß, wenn er von vielen Gegnern umzingelt ist. Oh! Ich werde das nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch, ist sie. Wütender Geist. Eine Sekunde tot. Und er sagt, seine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, nee, ist klar. Wir sind schon wieder so eine albtraumhaften Abschirmer. Das ist ja nervig. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich spiele auf Albtraum, bin noch nicht gestorben. Ich hab das Schlimmste befürchtet, ey. Ja, Hauptsache, es gibt Items. So, noch was? Nö, nicht wirklich. Oh, ich bück mich trotzdem für 42 Gold. Ja. So, wo geht's weiter? Da. Oh, hier ist ja alles voll mit Gold. Ja, ich hab doch da aufgeräumt. Doch da aufgeräumt. So, hier ist Ende, dann gucken wir erstmal noch in die Mitte, würde ich sagen. Okay. Kommt hier noch ein riesiges Gängesystem? Ja, wahrscheinlich. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Oh, wieder eine Seite. Jetzt finde ich aber nur noch Schmiedseiten. Das sind Rare-Gegner. Da, das sind Rare-Gegner. 12.000, ja, das kriege ich hin. Hat Anima auch noch erwischt, ich glaub's nicht. Anima ist tot? Ja. Okay, das ist ein bisschen beängstigend. Er musste alleine kämpfen. Oh. Alter Verwalter.
Das ist ja gar nicht mal so schön. Sag mal, wann krieg ich endlich diesen komischen Mana-Brunnen-Erfolg, ey? Du hast den schon. Hey, guck mal, ein Buch. Ja, Arschlecken. 22 Gold, Wahnsinn. Ja. Ich denke, du bist so ein Pfennigfuchser. Naja, ich freue mich. Wie schafft man es eigentlich konsequent nur Scheiße zu finden? Ja, indem man ganz besonders viel Drop Luck hat. Und das hast du ja. Gelber. Siehst du? Oh ja. Oh fuck man. Der Wurmkocher. Ekelhaft. Der Typ abgeht. Und der macht sogar mir richtig oh, Schaden. Oh fuck man. Sollte ich alle. Kannst du mal ruhig stellen da hinten? Hab ich doch. Ist ja ekelhaft. Musste ich jetzt sogar alles aktivieren, ey. 1, 2, 3, 1, 2, 4 erstmal gedrückt. Sehr gut. Der ging ja doch ganz gut ab, Mann. Spürt die Faust der Götter. Ist er doch noch in so einem kleinen Gang. Wie mies ist das eigentlich? Ja, das war schon fies, das stimmt. Alter, hier geht's jetzt aber schon ganz schön ab. Oh, ist hier ein Event? Nee, doch. Schon hat sich doch noch gelohnt, hier hinzukommen. Oder? Ist das kein richtiges Event? Nee. Ich glaube, ist kein richtiges Event. Sah auf den ersten Blick so aus. Egal, Massaker veranstaltet, Bastio. Oh, halt! Mann. Gold. Ach, hier liegt noch was Gelbes. Ach so! Seid eine Schmiede leer links. Und warum zur Hölle finde ich ein Schild, auf dem natürlich nicht Intelligenz drauf ist? Ich könnte sie auch gebrauchen. Ja, gebrauchen. Das kennt der Bodo nicht. Boah, 180 Gold, 250 Gold in diesen Bücherregalen. Hier ist ganz viel Gold drin, sag mal. Ah. So, jetzt haben wir es durch, ne? Jo. Jo. Dann, bin ich mal weg. Ab in Ebene 3. Oha, 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 oha. Krass. Hat dick gemetzelt für 100 Gold. So, und Heilbronn. Das war immer noch nicht der 50. Oder habe ich den unbewusst schon? Haltet eure Zauber auf! Ave Magistros! Ach, scheiß aufrechterhalten, ey. Ihr könnt nix! Ich bin frei! Wie der Templer halt einfach, wie er eigentlich schon in der Stadt steht. Ja. Was führt euch an? Sein böser Zwilling. Ja. Ich muss den Skelettkönig vernichten. Könnte fast meinen, das ist ein Schuft. Dann sind unsere Ziele dieselben. Dum, dum, dum. Nee, hier ist nix. Hier ist auch nix. Gut. Dann auf in die Gegner. Yay! Diener von Yondar. Wie ist sie entstanden? Ich bin hierher gekommen, um dies herauszufinden. Oh, Nitzon der Wilde. Mörser und oh, nicht schon wieder Mörser, die Scheiße hier. Er ist frei, er darf sich nicht bewaffnen. Kein Ding. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yondar vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Na, Yondar, kein Problem. Recht. 5 Gold, die lasse ich doch glatt liegen. Oh, jetzt haben wir es aber dicke hier. Hier ist die Spur. Ja, weil ich es kann.
Und gab's was Gescheites? Naja, immerhin was Blaues. Oha, Ebene 4. Sieht aus, als würde euer Freund erfahren, meine Hilfe brauchen. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Ja, bla 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 bla. Eines Templers ist stärker. Ist das so? So, Yonda, was los? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Nein. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels. Komm mal auf den Sack bekommen, ne? Verrat kann nicht vergeben werden. Oh ja, immerhin. Schon mal, ich habe jetzt schon 8 Schmiedeseiten und 7 Juwelierseiten. Ich habe nicht genug 3 Juwelierseiten, Bräuner. Ich hoffe mal, der Skelettkönig wird welche droppen. Auf zum Skelettkönig, verdammt. Naja, hier ist ja schon mal direkt nix. Ja, vielleicht doch nochmal hier kurz gucken. Vielleicht hat der tote Dorfbewohner ja doch noch einen Schmankerl für uns. Oder dieses hübsche Bücherregal. Naja, 30 Gold. 223. Das ist unfair. Und Schreiberpult. Mit 27 Gold. 4. Das ist unfair. Das hat sich gelohnt. Ja, vorhin waren es bei mir auch nur 9. Wie einfach alles kaputt macht. Ich kann's halt. Ich kann es eben nicht. Oh, hier ist das Nionten los. Oh, das sind unsere Gärtner. Die sind schon wieder so eine Illusionist. Oh ja, allerdings. Boah, das ist schon heftig, ey. Oh nein, nein, nein. Scheiße. Alter, das macht Schaden. Alter. Hallo. Fuck. Alter. Okay, das war jetzt echt knapp. Also da hat sogar mich fast verreckt. Verrecken lassen. Alter. Jawohl, Juwelseite. Hier geht was ab, Mann. Ich krieg schon wieder so ein dickes Schild, Mann. Was soll ich mit einem Schild? Also das war bisher die heftigste Herausforderung gerade, also. Wie gesagt, bin fast verreckt. Kommt nach. Ich glaube, der Skelettkönig wird gar nicht mal so einfach. Ich weiß nicht. Wollen wir den Erfolg machen, dass er 15 von seinen Dienern töten soll? Von mir aus. Ich würde sagen, das machen wir daran fest, wie viel Schaden der verteilt. Weil wenn der nämlich ordentlich reinhaut, dann bin ich dafür, dass der ganz schnell down ist. Ich glaube, wenn er ordentlich reinhaut, dann werden wir eh länger brauchen, weil wir beide wie kleine feige Hühner vor ihm wegrennen. Boah, was geht denn hier schon wieder? Alter, seid ihr alle bekloppt, ey. Oh, bro. Ja, die Geister leiten mich. Verdammt, liegt da ein Smaragd? Wie in dem Bücherregal ist nichts drin. Das ist ja äußerst enttäuschend. Hauptsache der tote Dorfbewohner hat wieder 178 Gold. Das waren verdammt reiche Dorfbewohner, die ja, was auch immer gemacht haben. Oh nee. Wie ich diese Ernte hasse. Oh, oh fuck off.
Ja, dafür lassen die aber auch gut was liegen, ey, also. Mein lieber Scholli. Ein gelben Gegenstand. Goldtechnisch war das jetzt gerade nicht zu verachten. Nein, nein, nein. Es muss hier sein, es. Hä? Ja. Ein Ereignis. Ja. Haltet euch fern, Vagabund. Das kenne ich gar nicht. Der Foliant gehört mir. Nur mir allein. Wenn ihr schlau seid, dann nehmt das Gold hier. Das sollte eure Neugierde stillen. Gut, er schmeißt uns 7 Gold hin. Ah, ihr wollt also wissen, was ich gelernt habe. Wie ich gelitten habe. Wie er uns 7 Gold hinschmeißt und meint, das soll uns reichen. Was bist du denn für ein jämmerlicher Typ, ey? Stachelschwein. Jawohl, ich hab Stachelschwein gefunden. Ich auch. Echt? Ja, das nehme ich mit. Das hat so einen coolen Namen. Oh, ich bin ja dezent voll. Stachelschwein. Geil. Irgendwie hat das überhaupt nichts gebracht. Kein Erfolg, kein Nö, gar nichts. Das war auch, glaube ich, nicht wirklich ein Ereignis. Keine Verbesserung. Oh, keine Verbesserung. Mal gucken, was dieser Gegenstand hier bringt. Oh, keine Verbesserung. Ich gucke mir gar nicht erst an. Er ist selten. Ein seltener Zweihand-Kack. Das kann ich nicht gebrauchen. Das guckt sich der Bolo gar nicht erst an. Das hat er gar nicht nötig. Ey, was soll ich denn mit so einem Scheiß? Ich will mein komisches Mojo tragen. Macht einfach viel mehr Schaden als jede Waffe, die ich tragen könnte. Abwarten. Mal sehen, was das Skelettkönig droppt. Das ist unser erster richtiger Boss. Vielleicht hat der ein paar dicke Schätze. Ich fürchte, er droppt nur nicht. Bullshit, hast recht, ja. So richtig deftigen Code. Ja, oh, ein neues Mojo. Mann, ist das schlecht. Ah, Bordo. Ich reg mich nicht auf. Nö, warum auch? Geh einfach. Was machst du? Ja, ich mach gar nichts. Ich gehe einfach gechillt weiter. Naja. Mach mal. Oder wir können auch versuchen, den Skelettkönig in unter 15 Sekunden zu töten. Also. Unter 15 Sekunden? Ist halt fraglich, was der drauf hat, ne? Naja, du wirst ihn jetzt auf diesem Schwierigkeitsgrad sicherlich nicht in unter 15 Sekunden töten können. Oh, ich bezweifle es auch ein bisschen. So, da ist Ende. Oh, ein Schreiberpult mit 12 Gold! Bam! Wo ist jetzt hier Ende? Ist da nicht Ende? Also dieser Tür geht ja noch mal episch lang weiter. Echt? Normalerweise ist da immer Ende. Aber nicht auf Albtraum. So, komm, Schrein der Erleuchtung. Ja, den sollte ich mit dir aktivieren, wenn es geht. Ja, wäre ich auch für. Nicht genug Geisteskraft. So, jetzt gibt es erstmal schöne Erfahrung. Das sollte man ausnutzen. Also, go! Gold. Oh ja, da geht's ja doch. Ach so, jetzt kommt diese. Ah, jetzt sind wir hier. Sackgasse. Ja, das ist eine Sackgasse, das ist richtig. Da geht's einmal außen rum, da liegt oben normalerweise ein Schreiberdings. Also ein Buch. Mehr ist hier aber nicht. Es kommt von da oben runter geflogen, verdammt. Ach, das geht hier ab. Oh ja, ein schwerer Gurt der Dorn. Meine Last ist zu groß. Meine Last ist zu groß. Ich hab schon wieder alles aufgenommen. Ja. Viele blaue Gegenstände. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann doch nicht immer mehr den Smaragd tragen. Was ist denn da los, ey? Ja, das freut mich aber auch. Ich hab kaum Bullshit aufgenommen. Und wenn dann auch nochmal aus Versehen halt. Warum sollte ich es auch sonst aufnehmen? So, jetzt müssen wir irgendwie Gas geben, damit wir vielleicht doch noch ein... Ist das ein blauer? Tatsache. Den blauen wollte ich jetzt eigentlich nicht liegen lassen. 26 Gegenstände zerstört. Bam. Ab 30 gibt's gleich einen Erfolg, kann das sein? Na super.
Irgendwas war da. Oh, hier ist ein Schatzsucher. Das ist natürlich nett. Wenn ich jetzt noch, wenn ich ihn jetzt noch sehen würde. Greif ihn an! Ja, ich sehe ihn jetzt erst. Und direkt ein Goldener. Und zack, weg. Ich trage zu viel. Makelloser Rubin, aber immer her damit. Wie, du willst das edle Claymore nicht haben? Na los! Ja, wie kann ich nur? Ich muss. Oh, Alter! Okay, jetzt habe ich keine weißen Gegenstände mehr. Jetzt ist einfach vorbei. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Es ist einfach vorbei. Aber hier ist eh Ende. Ich kann nicht mehr tragen. Ich will's doch nicht haben. Boah, ey, da können wir jetzt aber noch. Boah. Ich glaube, das müssen wir eigentlich gar nicht mehr erkunden, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, wo du da jetzt noch rumläufst. Ja, wir können jetzt hier noch einmal komplett im Kreis rennen. Aber ich glaube, das können wir uns sparen. Okay. Weil der Event wird dann nicht mehr sein. Lass uns lieber zu den königlichen Krypten gehen. Wollen wir. Nee, schon okay. Ich würde aber eigentlich jetzt mal ganz gerne. Ich habe einen Ring, der erhöht deine Angriffsgeschwindigkeit um 10%. Was magst du das haben? Meine Ringe sind das einzig Gute an meiner Ausrüstung. Oh, ja, ist ja schon gut. Ich habe es versucht. Oh, ich habe ein Hals-Amulett, 71 Intelligenz. Oh, warum passiert das? Warum finde ich eine Zweihandwaffe mit plus 62 Intelligenz? Warum? Was hast du ein Amulett mit? Was? Ah, ich poste es dir einfach schnell. Ja, mach mal. Ich habe hier einiges, was eventuell. Die 5 plus 5 bis 10 Schaden sind, glaube ich. Nee, das kann ich auch nicht gebrauchen. Das Handgelenke, nee. Zeig dir einfach mal alles, was dir eventuell gefallen. Nee, kann ich auch nicht gebrauchen. Oh, immerhin mit Sockel hier was. Was ist das? Oha, das ist ja ganz nett. Boah, 299 Rüstung, ey. Okay, Bodo, wenn du das nicht gebrauchen kannst, dann weiß ich auch nicht, Alter. Hier, da kriegst du sogar von mir so viele Ausrufezeichen. Leck mich am Arsch, ist der gut. Jo, die würde ich nehmen. Wahnsinn, ey. Ausnahmsweise würde er sogar was nehmen von mir. Ja, die sind allerdings wirklich krass. Kacke. Ja, ich schmeiß dir jetzt mal hin, ne? Alter, ja. Sind die gut. Vor allem mit der Angriffsgeschwindigkeit, das ist ja pervers. Ja, plus 66,6 Schaden. Aha! Da haben wir es ja auch schon. So, ich gehe schnell verkaufen, weil ich bin wie gesagt voll. Alter Verwalter, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Ja, das kannst du alles nicht gebrauchen. Das Schild behalte ich mal zum Verkaufen. Weil das ist ja eigentlich ganz nett. Kacke. Das bekomme ich mal alles. Direkt verkaufen. Och, guck mal an, da liegt ja ganz schön viel Gold. Wo liegt ganz schön viel Gold? Ja, ich bin schon wieder zurück. Schon wieder zurück? Ja, sicher! Ja, sicher, sagt er. Ach so, du bist auch schon wieder da. Na denn? Ja. Diese Bürde muss ich allein tragen. So, hier können wir ganz viele Uhren kaputt machen. Hier können wir versuchen, den Erfolg zu kriegen. Gib Gas. Scheiße. Verräter, selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Ja, das hat sich dann schon erledigt. Wenn ihr es nicht tut. Vor allem, weil es halt gerade laggt. In dem scheiß Ereignis. Ach, fuck, hier geht's gerade weiter.
Und die Uhren droppen noch nicht. Nein, 28 nur. Oh, bitte. Ja, ich habe immerhin 6 geschafft. Ich hab da oben mal irgendwas aktiviert. Ja, dann lass halt machen. Den Skelettkönig hast du schon gerufen. Oh, wir sollten... Ah, ich glaube, da gibt's einen Erfolg. Wir müssen die irgendwie die Säulen gleichzeitig kaputt machen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Hat sich auch schon erledigt. Kann man auch nicht gleichzeitig kaputt machen. Ja, musst du halt zu viert machen oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Dann müssen wir uns dann noch ein paar Leute... 1306 Intelligenz. Wie viel? 1306 durch meine Boni. Ja, ist doch nicht schlecht. Kannst dich doch leider ja nur kurzzeitig. Kannst du ja nicht beschweren. Oh, ein Schreiberpult mit 90 Gold, das wird ja immer besser hier. So. So, da sind die Krypte auch schon. Ich schaue erst mal in einer anderen Richtung, da sind nämlich meistens immer ganz nette Sachen. Hier, well, lass uns mal schnell den Skelettkönig machen und dann. Ja, lass mich doch. Schau, schon wieder einen blauen gefunden. Läuft. Und eine Truhe mit noch einem blauen. Warum droppen eigentlich noch graue Sachen? Also das ist echt demütigend. Ich weiß es auch nicht. Yeah, Wahnsinn. Hey, das ist... Dann lass uns mal den Skelettkönig machen. Lass mal den Skelettkönig legen. Bin ich ja mal gespannt, wie fix das hier jetzt geht. Ja, ich auch. Ihr werdet mich niemals besiegen! Da verwette ich aber meinen Arsch drauf. Dass ich dich besiegen kann. Haben wir jetzt noch so eine Zombie-Horde? Ja, die kleine Horde da. Skelett-Horde außerdem. Sorry. Ja, ich weiß, ich müsste den Unterschied zwischen Zombies und Skeletten kennen. Ja. Sollte man. So, warte mal. Hier gibt's auch noch mal ganz schön viel Urnen. Ich finde es dumm, dass es nicht zusammenzählt, weil irgendwie... Ja, weil wir uns da gegenseitig immer den Versuch kaputt machen. Ja, egal. Richtig, egal. So, ich lass mal den Skelettkönig... Ja, küss mal den Skelettkönig wach. Hallo, machst du? Danke. So, jetzt gibt's bestimmt gleich aufs Maul. Jetzt gibt's richtig auf. Scheiße, das habe ich jetzt nicht sehr gut aktiviert. Egal. So, und was hat er? Oh, 147.000 Leben, also mehr als Diablo. Das ist ja doch schon mal eine Ansage. Okay, den kriegen wir nicht so schnell down. Nicht genug Geisteskraft. Ja. Ja, sollen wir jetzt eigentlich die Skelette töten oder soll er die töten? Er soll die töten, das ist das Witzige. Dann dürfen wir nicht so schnell töten. Ja, wollen wir es versuchen? Da. Ich glaube nicht, dass Anima ihn überlebt. Ich weiß auch nicht, ob er. Ich frage mich ja eher, wie er seine Typen töten will. Ja, das weiß ich auch nicht. Dauert wahrscheinlich ewig. Ja, wahrscheinlich. Vor allem, weil wir sie halt irgendwie... Du killst sie mit deinem ganzen AOE-Schaden. Mein, schwer wird's nicht sein. Ich stelle mich einfach zu den Gegnern hin, damit die schon irgendwie killen mit seinem Schlag da. Komm, ja, mach mal. Komm, trifft schlag zu! Und du Idiot sollst zuschlagen, wenn da... Wer soll zuschlagen? Ja, der scheiß Skelettkönig. Ja, jetzt hat er, glaube ich, einen getötet. Er soll 15 töten, das dauert ja ewig. Ja. Naja, so lang dauert das, glaube ich, gar nicht. Boah, ich kriege aber schon ganz schön auf die Fresse, ey. Wir müssen uns halt immer in die Gegner stellen und halt dann selbst tanken.
So, jetzt lässt er wieder neu auferstehen und jetzt einfach reinstellen und nicht angreifen. War eine ganz schön knappe Sache mit deinem Typen und meinem Anima hier. Ja, die hauen leider ziemlich drauf. Ich könnte meinen aber jetzt wegschicken, dann würden wir keinen Schaden machen. Geh mal von der Treppe runter da, das ist kacke, wenn wir auf der Treppe stehen, weil die Skelette dann unten stehen und... Ja, dann lass mal hier machen. Ich habe meinen jetzt fortgeschickt, also meiner wird den jetzt nicht killen. So, jetzt hier reinstellen und dann soll er jetzt mal draufhauen. Hier sind ganz viele kleine. Und keine AOE-Schaden. Nee, aber dann verreck ich. Scheiße, wenn ich keine Geisteskraft habe, dann kann ich mich jetzt auch gleich nicht mehr heilen. Das ist nicht so gut. Ja, was? Genau, töte nein. Deine Leute. Was? Okay, jetzt wird's langsam eng bei mir. Lass uns ihn einfach töten. Na gut. Meine Kraft kehrt wieder. Na gut. Ich habe nicht genug Geisteskraft. So. 23.000 EP. Zwei blaue. Drei blaue. Das ist ja nicht gerade das Gelbe von Mai. Und zudem hat er nur Scheiße gedroppt. Yes! Vitalität, Intelligenz. Naja. Wird wahrscheinlich nicht besser sein, aber vielleicht mit Sockel und hat doch recht hohe Rüstung. Finger mit 44 Intelligenz. Ah, nee. Nee, also ich sehe schon, dich kann ich nicht glücklich machen. Nee, nicht. Wobei ich ja vorhin schon den epischen Stand hatte für dich. Der Krater. So ist es ja jetzt auch wieder nicht. Ihr seid es, der vom Himmel gefallen ist. Ich bin... ich. So, kehren wir doch mal zurück. So. Ich fand diesen Mann im... Ach, du hast den ganzen Kram ja schon durchgemacht. Ja, ich bin schon durch. Erzählt mir. Kann ich einfach zurück. Wir können einfach schon das Schwert finden, jetzt das Fremden. So, also, das kann ich nicht gebrauchen, das kann ich nicht gebrauchen, das kann ich nicht gebrauchen, das können wir nicht gebrauchen, das können wir nicht gebrauchen, das können wir nicht gebrauchen. Das ist, wie gesagt, ganz nett, das will ich mal schauen, ob ich das verkaufen kann. Jetzt kann ich noch kurz zum Juwelier gehen, mal schauen, was da geht. Kannst du mir mal schnell eine Seite geben von dem Juwel-Dings? Ja, kann ich machen. Weil dann kann ich nämlich die nächste Stufe machen und ich denke, da kann ich nämlich auch schon was herstellen. Glaube ich. Oder? Ja. Schmeiß mal hin. Juhu. Danke. Geil. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt geht. Hast du den Fremden neben dem alten Kellen gesehen? Ich hab ihn bei. Die Angriffe werden zwar spärlicher, aber diese Stadt ist. Fuck man, wie viel verdammt viel Geld man jetzt immer braucht für diese scheiß Ausbildung. So, und here we go. Oh, 10.000 kostet auch noch, ey. Boah. Und zack. Na, sieht doch schon epischer aus. So, und jetzt brauche ich wieder 10 von den Seiten. Naja, das ist jetzt nicht so schlimm, ne? Ging ja jetzt ganz schnell. Da, perfekte Amethyst kann ich jetzt machen. Bam. Oh, scheiße, da brauche ich tatsächlich auch nochmal eine Seite. Scheiße. Aber der gibt immerhin plus 22 Vitalität schon. Das ist nice. Der perfekte Rubin gibt plus 22 Stärke. Grunderfahrung ist auch nicht schlecht. Kann ich da schon irgendwas herstellen? Ja, das könnte ich herstellen, wenn ich eine Seite hätte. Die plus 22 Stärke brauchen wir wenig. Das Smaragd gibt plus 22 Geschicklichkeit. Die will ich natürlich dann, erstmal hier ordentlich reinsockeln. Nee, da nicht. Aber da noch. Da geht dann auch hin, da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Und beim Topaz plus 22 Intelligenz, das wird dann für dich ziemlich interessant. Ja, läuft. Und kostet auch 2000 pro Rubin. Boah, pro Stein. Das ist schon teuer, ne? Das ist schon teuer, ja. Krasse Sache. Gut, dann haben wir den Skelettkönig ja jetzt gelegt und wir
kommen langsam, langsam zum Finale von Kapitel 1, von Akt 1. Finde ich gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder auf die Kacke hauen.